Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und das hier, das ist der Trittbrett Paul Touring. Beim Trittbrett Paul Touring handelt es sich ja um den derzeit stärksten E-Scooter auf dem deutschen Markt ohne Getriebemotor. Und selbst bei den Geräten mit Getriebemotor, da hat ihn nur noch der SoFlo SO4 Pro überholen können. Ich habe gestern ein Paket bekommen und ich zeige euch einfach mal kurz, was da drin ist. Einmal. Und noch einmal. Das sind neue Seitenteile für meinen Trip bei Paul Touring. Ja, der Paul, der kommt grundsätzlich in der Farbe Gunmetal Grau. Und diese Zubehörteile hier, das ist natürlich legales Tuning. Das ist in drei Farbvarianten zusätzlich erhältlich zu diesem Gunmetal Grau. Da haben wir einmal Rot, das ist das hier. Dann gibt es noch Silber und Carbon. Rot und Silber, die kosten 29,99 und die Carbon-Variante, die kostet 49,99. Ich habe die Teile von der Firma Trittbrett kostenfrei bekommen, damit ich sie euch hier zeigen kann. Und ich möchte euch jetzt gern zeigen, wie man die anbringt und wie der Paul vor allem danach aussieht. Ja, kurz zum Hintergrund. Ich hatte die Gelegenheit, einen der ersten beiden Pauls zu fahren, die in Deutschland verfügbar waren. Und dieses Gerät, was ich damals fahren durfte, das hatte die roten Seitenteile. Und an dem Tag, wo wir das gemacht haben, da hatte ich meinen Wizard und meinen Legend Light dabei. Der Legend Light, der ist ja blau und der Wizard, der ist ja schwarz. Und da haben wir den Paul dazwischen gestellt und da hat mir das Rot eigentlich sehr gut gefallen auf den Bildern, die auch rausgekommen sind. Und deswegen habe ich mich hier für die Farbe Rot entschieden. Ja, nun ist es ja so gewesen, dass ich mit meinem Paul einen kleinen Unfall gehabt habe. Ich bin einmal seitlich umgekippt damit und die Folge sieht man einmal hier und einmal hier hinten. Und das Tolle ist, dass diese Beschädigungen jetzt durch den Austausch der Seitenteile quasi fast restlos verschwinden. Hier sehen wir jetzt einmal, wie der Paul von unten aussieht und auf der Webseite ist beschrieben, wie man die Trittbretter austauscht. Und zwar gibt es hier 6 Schrauben, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und natürlich auf der anderen Seite genauso. Diese Schrauben muss man lösen, dann kann man die Seitenteile abnehmen und dann kann man die neuen Seitenteile wieder anschrauben. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man die Seitenteile austauscht. Jetzt ist es so gewesen, dass in meinem Werkzeugkasten, dem kleinen, kein passender Bit-Aufsatz für diese Innensechskantschrauben ist. Ich behelfe mir jetzt mit einem Torx 10er Aufsatz, der hier in diesem zusätzlichen Kasten drin war. Die Schrauben sind relativ festgeschraubt, aber hiermit kriege ich sie erstmal gelöst. Ich habe hier auch einen passenden Imbusschlüssel, um die danach wieder festzumachen. Das erste Seitenteil habe ich jetzt abbekommen. Ja, hier haben wir jetzt die beiden Teile in Grau. Bisschen schmutzig auf der anderen Seite. Und hier sehen wir den Paul mal ohne diese Seitenteile. Ja, bevor man festzieht, man kann das hier so ein bisschen vor und zurück schieben. Da schiebt man das dann natürlich so breit wie möglich nach vorne. Ja, ich bin jetzt fertig mit dem Umbau und dann gucken wir uns das Ganze noch mal kurz aus der Nähe an. Hier haben wir die eine Seite. Eine kleine Stelle ist bei mir noch übrig geblieben. Cool finde ich jetzt auch, dass hier so rote Akzente zum Beispiel auch auf den Bremsen zu finden sind und sogar hier vorne beim Hebel für den Klappmechanismus. Natürlich auch auf der hinteren Bremse. Und hier haben wir das Ganze mal auf der anderen Seite. Ja, also ich finde, das hat sich richtig gelohnt. Mir persönlich gefällt diese Farbvariante sehr gut, aber natürlich sind auch die anderen Farbvarianten sehr schön.
Ich werde euch jetzt einmal zeigen, wo ihr dieses Zubehör auf der Homepage von Trittbrett findet. Unter meinen Videos zum Paul findet ihr hier diesen Link. Über den Link gelangt ihr zur Trittbrett Homepage. Und zwar direkt zum Paul. Falls ihr noch gar keinen Paul habt, könnt ihr den hier direkt kaufen. Und direkt darunter wird hier angezeigt, dass der Paul in der Standardfarbe Gunmetal kommt und die Farben Silber, Rot und Carbon können zusätzlich bestellt werden. Und das kann man tun, indem man hier auf Shop geht. Dann gibt es hier Ersatzteile für den Paul. Und hier sehen wir auch gleich die Seitenleisten. Hier muss man jetzt noch die gewünschte Ausführung wählen. In Silber kosten sie 29,99. In Rot kosten sie ebenfalls 29,99. Und die Carbon-Variante kostet 49,99. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!